würde es werden, zunächst durch bloße Sichtung festzustellende Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Fuß- oder Rückenverformungen, protokolliert. Ist dieses Protokoll erstmal erledigt, kommt Schwester Ratchet zum Einsatz. Ohne nähere Erläuterungen umfasst Schwester Ratchet mit einer ihrer kalten, plastikbehandschuhten Hände den Hodensack, zieht ihn leicht nach oben und währenddessen sagt sie genau folgenden Satz. Schauen Sie bitte nach rechts und husten Sie mal. Spätestens jetzt fragt sich das Opfer jener Untersuchung, ob Schwester Ratchet in diesem Augenblick einen neuen Handschuh trägt oder ob sie diesen einen Handschuh den ganzen Tag über verwendet, um ihn nach Feierabend mit nach Hause zu nehmen und in die Nachttischschublade zu legen. Der anwesende Arzt schaut sich nun für ungefähr anderthalb Sekunden das so präsentierte Skrotum, also den Hodensack, an, verkneift sich das Lachen über diese wirklich lächerliche wie auch entwürdigende Prozedur und macht ein Häkchen auf dem Schnitzeljagd-Laufzettel, sofern seiner Meinung nach alles in Ordnung ist. Was nun haben der Arzt und Schwester Ratchet bei diesem Prozedere untersucht? Eben diese Frage kursierte auch Wochen und Monate später noch unter den Wehrpflichtigen, mit denen ich meinen Dienst getan habe, aber außer vagen Spekulationen konnte mir niemand eine zufriedenstellende Antwort dazu liefern. Ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass man als junger Mensch tendenziell unerfreuliche Erfahrungen viel lieber verdrängt, als sie an der eigentlich passenden Stelle zu hinterfragen. Die häufigsten Spekulationen und Antwortversuche bezogen sich auf die Prostata und sind kurz zusammengefasst dies. Blödsinn. Wer auch immer etwas über die Prostata in Erfahrung bringen möchte, nähert sich derselben von der dem Penis abgewandten, der rückwärtigen Seite des Unterleibs. Ganz spontan fällt mir dabei der Imperator aus dem Krieg der Sterne ein, der in Rückkehr der Jedi-Ritter zu Darth Vader sagt, schick die Flotte zu dir uns abgekehrten Seite. Zu der uns abgekehrten Seite des Mondes Endor. Dort soll sie kreuzen und weitere Befehle abwarten. Nun hat sich die Arzthelferin, wie wir ja schon wissen, nicht mit meinem Endor-Mond, sondern der Unterseite meines Todessterns beschäftigt. Auf einmal gefällt mir dieses Bild ganz und gar nicht. Die Prostata ist für eine ganze Menge Dinge zuständig und man kann sie sogar gewissermaßen trainieren wie einen Muskel. Untersuchungen zu diesem Thema haben ergeben, dass Männer, die regelmäßig selbst Hand anlegen, weit seltener an Prostatakrebs erkranken als Männer, die nur wenig Freude an dieser Form des autogenen Trainings und es deshalb bleiben lassen. Das gehört aber eigentlich nicht hierher und tut schlicht nichts zur Sache bei der Hustensemal-Untersuchung, ist aber, wenngleich nicht wirklich spannend, viel spannender als das eigentliche Ziel der Hustensemal-Untersuchung selbst. Nach gründlicher Verdrängung...